Herzlich willkommen bei Wein am Limit, liebe Valinauten. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu Mehr Spaß im Gras. Prüfungsfrage hier gleich mal am Set. Wer ist das? Länger darf man nicht laufen lassen, sonst kriegen wir Ärger. Mit der Plattenfirma. Also ich weiß, dass das Lied Kids of the Black Hole heißt. Ja, oh, alter Streber. Wahnsinn. Sebastian? Du hast es eben gesagt, ja. Adoleszenz. Ja, kennst du die? Nee. Warum nicht? Bist du zu jung oder zu alt dafür? Nee, ich war oder weder noch. Ich war nicht in der Punk-Szene in den 90ern. Ich auch nicht, aber der ist natürlich, der Steve Soto ist auch mittlerweile gestorben. Also ich will nicht sagen, dass er auf einer Stufe mit Nirvana war. Dafür ist die Musik wahrscheinlich zu speziell, aber sehr pur, sehr elektrisierend, sehr straff und eben nicht dieser Baby-weichgespülte Punk. Also wenn man Punk mag und Ojota Barrett, um den es heute auch geht, unter anderem. Herzlich willkommen zu Australien Special. Der hört gerne Punkmusik und deswegen hat er überall immer wieder mal, ich glaube Fugazi ist ja auch aus Washington eine Punkband, sind noch viele andere Sachen von ihm gekommen. Wir sind auf amerikanisch würde man sagen super pumped, aber sind wir wirklich, haben uns wirklich drauf gefreut, nachdem die Ware im Zoll hängen geblieben ist, aufgrund nicht von Quarantäne, aber sowas ähnlichem, fehlende Begleitdokumente, oh, was für ein Ärger, viel Arbeit, Bianca hat es geschafft, wir haben es rausgelöst. Und jetzt geht's wieder los, nachdem die Sachen ja auch sich wirklich zügig ausverkauft haben bei uns. Und eine Sache, was mir aufgefallen ist, also wir machen uns ja selbst immer ein bisschen kleiner, als wir sind in Deutschland. Eigentlich sind wir ein ganz cooles Volk. Wir probieren doch eine ganze Menge aus und es gibt echt viele Weinfreunde hier, die sind sehr offen. Und dieses Thema anscheinend hat bei vielen irgendwie, als wenn man in Wespennest reingestochen hat. Vieles davon war sehr schnell ausverkauft. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass insbesondere Giaconda, auch Ojota Barrels, aber auch Ocean 8. Also, und wir haben auch Sammy Oddi, da haben wir so wenig Flaschen. Du kannst dir mal eine zeigen von den Fotoflaschen. Die machen wir jetzt aber nicht auf von den 36 Pullen, die wir da gekriegt haben. Ja. Auch schon wieder ein neues Etikett, ist ja wieder geil, ne? Sammy Oddi, ne? Welcher ist das? Ist das der Dahlwitz, ne? Das ist der große, ja. Ah ja, sehr gut. Oh. So, also es war mit anderen Worten doch so, dass ja, die Neugier zum einen da war. Und ich glaube, dass viele wissen, dass was wir hier in Deutschland abbilden an australischen Weinen in vielen Regalen und überhaupt nichts damit zu tun hat, was die wirklich leisten da unten, die Jungs. Und auch die Vielfalt, auch die Stilistiken, vor allem die klimatischen Stilistiken, die wir in Australien haben, die haben doch was ganz anderes als nur diese stereotypen Industrie oder langweiligen, ich sag mal so, gemachten Weine. Es gibt viele, viele Entrepreneure und kleine Regionen und interessante kleine Winzer. So, und dann kam, ach so, und das wollte ich sagen, und weil sie wahrscheinlich in London auch, in den Weinbars, also man muss mal bei Selfridges gucken in London, da findet man Ojota Barrels, und zwar nicht nur eins, sondern gleich 6, 7 Weine. Warum erzähle ich das? Weil wenn ich hier in sogenannte Edelkaufhäuser gehe, dann kriege ich leider, was aus Australien angeht, also ich würde mal sagen, noch nicht mal Mittelmaß geboten. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, dass wir alle ein bisschen aufgeklärter sind und. Ich will nicht schon wieder über das Thema Internet und über Connecting und über Digitalisierung sprechen, aber am Ende, die Leute sind nicht mehr ganz so doof vielleicht wie früher, beziehungsweise früher waren sie auch nicht doof, aber die Informationen heute sind eben doch andere. So, endlich. Riesling Australien? Ja, da werden natürlich jetzt einige, ich brauche keinen Riesling aus Australien. Ey, der macht nur hier, Leute, gönnt dem mal, der Ojota und macht mit seiner Frau, einmal die machen mal gerade 3000 Pullen. Und wenn wir mal 120 davon nach Deutschland holen und die Hälfte sowieso noch selbst saufen. Ja, ist doch so. Du hast auch schon gefragt, Alex. Ihr wollt ja auch schon ordentlich weg. Ich war super heiß darauf, ja. Und man muss auch mal dazu sagen, also wenn Riesling jemals mal berühmt werden soll, dann muss er eben auch ein bisschen, wie soll ich sagen, muss er sich auch internationalisieren in gewisser Weise. Also Australien ist übrigens das Land nach Deutschland, das die meisten Riesling-Rebstöcke auf der Welt hat. Hättest du es gewusst? Nein. Ja, ist so. Noch mehr als Frankreich, da ist es ja nur das Elsass, und noch mehr als Österreich, wo es teilweise nur die Wachau ist und sonst auch recht warm, also für den Riesling. Auch in Australien ist es warm, aber hier gehen wir in höhere Lagen. Und zwar, wir sind hier in Adelaide, Südaustralien, man nennt das die Adelaide Hills, also die Weingärten liegen hier so auf 450, 550 Meter Höhe. Und es gibt eine lange Tradition, gab schon viele Deutsche, das waren so Lutheraner, die irgendwann mal vom alten Fritz da sozusagen hinverstoßen wurden. Die haben den Riesling eingeführt. So, ich gucke gerade die ganze Zeit. Das ist 1 acre of on Ironstone, also Eisenstein, keine Ahnung, was das, egal. Auf jeden Fall ein Boden, der auch immer wieder vorkommt. Ich glaube, das ist ein eisenhaltiger Lehmboden, der sich so verfestigt hat.
Und der eben auch gut das Wasser hält. Ich gucke noch an dem Alkohol. 11%. So. Knochentrocken, wie alle Weine. Oder, ja, ich sage der Steve und Ochota Barrels. Leute, probiert. Sebastian, probier auch. Ich will jetzt was hören hier. Ich hatte was ganz anderes erwartet, muss ich sagen. Ich hatte erst gedacht, jetzt kommt so ein Zitronensaft daher. Was ja bei australischen Rieslingen immer mal, die ein bisschen gesäuert daherkommen und... Das ist ja eher im Oldschool-Stil, ne? Das ist ja fast so ein Mosel-Stil eigentlich. Oder irgendwie so von der Nase her, so ein Feuerstein-Nase. Ein bisschen, also man merkt auch, der hat großes Fass gesehen. Man merkt das auch, ne? Also ist jetzt keine Edelstahl-Variante, sondern eine Fass-Variante. Heute wird nicht gespuckt. Sehr gut. Also vor allen Dingen, man kriegt den Riesling sofort raus. Schöne Säure, sehr frisch, kein links und rechts. Also sicherlich nicht konzentriert, kann man auch überhaupt nicht vergleichen mit deutschen Weinen, finde ich. Sollte man auch nicht. Man kann es ja mal so stehen lassen und sagen, hey, wenn ich es in dem australischen Kontext sehe, finde ich das ziemlich geil, wenn ich mir vorstelle, so Seafood, einfach ein frischer, saftiger, knackiger Wein und. Und wie gesagt, das ist eher was zum Probieren. Die Mengen sind so verschwindend gering. Wir haben gedacht, wir holen das trotzdem nach Deutschland. Man hätte auch sagen können, wir haben genug Riesling. Stimmt, aber solche Rieslinge haben wir eben wieder nicht. Und da finde ich, schließt sich immer der Kreis ein bisschen auch für mich. Und ich finde die Nase bezaubernd. Hat echt ein bisschen was so an Rheingau-Riesling mich erinnert, vielleicht noch mehr. Rheingau, sogar. Ja, vielleicht ein bisschen... Bisschen mehr diese zitrische... Hat Zitrus, aber der Gaumen ist eben unglaublich... Klar, pur. Und ich denke mal, der Name Kids of the Black Hole kommt wirklich auch nicht von ungefähr, weil die Adolescents galten halt als eine Punkband, die sehr hart, sehr krass, sehr kantig, sehr ja, konsequent gespielt haben. Das ist er auch. Das ist es. So, next one. Auch schon vorgestellt, aber wir machen es nochmal. Es gibt auch einen Grund dafür, weil wir haben mit 17 angefangen, jetzt haben wir 16 und dann kriegen wir 18. Das liegt daran, dass wir hier nochmal von den Keensbrunners aus der Library 16er Giaconda Chardonnay bekommen haben. Auch das ist etwas, was ich total irre fand, wenn ich sehe, woher die Nachfrage kam nach diesen Weinen, wer das alles haben wollte. Es gab die Weine schon in Deutschland und gibt sie auch immer noch im Restaurant Tantris. Aber wie gesagt, so vor allem importieren und das also in München das berühmte Tantris. Und das, was wir machen, ist natürlich jetzt das richtig zu importieren, wobei die Mengen auch hier sind total klein. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil wir sind jetzt nochmal wieder, jetzt sind wir in 2020, also ein 4 Jahre alter Chardonnay. So, das habt ihr alle? Nicht ja. So viel! Das ist alles für mich, das ist scheiß teuer, das Zeug. Aber krass! Boah. So. Für mich ist das ja immer total spannend, diese Reduktionsnase, also dieses Popcorn, salziges Popcorn, Butterscotch, was haben wir da noch alles, dieses... leichte, karamellige, dieses salted Karamell. Ja, genau, gesalztes ja. Karamell. Alter, geil. Das ist aber richtig geil. Also, die 17er haben mir sehr gut gefallen, die waren schienen so ein bisschen geradliniger zu sein. Der 16er hier scheint ein bisschen mehr so in der Fülle, wobei jetzt also auch hier, wir sind ja jetzt sozusagen in Victoria, wir sind im Süden, 13,5. Keensbrunner ist einfach das ist die Vater und Sohn, das Team. Das ist No-Nonsense Winemaking. Was ich sehr schön finde, ist, es orientiert sich sicherlich so in der Stilistik an Europa. Man merkt eben, wo sie ihr Handwerk gelernt haben. Aber eben diese Intensität dieser Frucht und die... Ja, mein Lieber. Ist geil? Du bist ja eigentlich mehr so ein Natural-Guy. Und na, wobei, das ist jetzt nee. Ja nicht natural, das ist sehr klassisch. Ich mag auch klassisch Burgund zum Beispiel, womit ich das jetzt irgendwie vergleichen will. Ja. Und ich finde das wirklich groß. Ist natürlich klassisch eher, aber super groß. Und also die Popcorn-Nase, ja. Dieses Karamell, dann diese Banane, diese leicht fast ins bräunliche oder reife gehende Banane, Papaya. Ist geil. Nehmt es mir nicht übel. Erstmal, ist scheiß teuer. Ich kann es auch nicht ausspucken. Ich muss nur sagen, dieses Spucken ist mir eh immer ein bisschen auf den Sack gegangen. Aber ich habe auch früher viel, viel mehr Wein verkostet. Heute trinke ich mehr.
Ja, wenn man erstmal Premium-Wappler ist, dann macht man so, wie man Bock. Jetzt mal ehrlich, das liefert das Zeug. Was geil ist, ist hinten raus auch, der wird nicht dick, was viele Chardonnays ja haben, wenn die dann auf einmal so schmecken, als wenn dir der Tischler gerade mal auf die Zunge gepinkelt hat. Ja, so ein Holzmonster. So ein Holzmonster, genau. Das hat er ja nicht. Nee. Ne? Das ist unglaublich. Klarheit, Saftigkeit. So, und warum soll man das über den Atlantik schiffen und über den, nee, über den Pazifik und über den, doch auch über den Atlantik teilweise? Warum? Weil es geil ist. Ganz einfach. Und dieses ganze Gesöhn, ja, es ist doch immer wieder dieses, hier, ich fand es jetzt so geil, als wir den, die Live-Verkostung gemacht hatten mit Steve Mathiasen. Überall steht da steht ein Linde, da steht eine Wilmes-Presse, da steht überall deutsche Technologie. Ja, jetzt, also jetzt machen wir hier mal ein bisschen Stammtisch, ja? Ihr könnt auch draufbleiben noch, ja? Also bleibt bitte mal bei Wein & Limmel Stammtisch. Ihr könnt auch gerne mal was dazu schreiben. Wir haben sowieso, eigentlich ein bisschen traurig, dass wir so wenig Kommentare haben. Behaltet nicht alles für euch selbst. Aber überall sieht man deutsche Technologie und das ist vom Feinsten, das ist teuer und die Leute schätzen das und die lieben das. Und dann, was denken wir, die meisten hier über Überseeweine? Dass das der letzte Dreck ist und warum? Aber es liegt nicht an den Leuten, weil es gibt tolle Leute in den USA, es gibt tolle Leute in Australien, das liegt an den Leuten, die uns ein Bild vermitteln wollen, dass, also jetzt komme ich nicht mit der Verschwörungstheorie, aber ja, naja, aber es fehlt ein bisschen Passion und ein bisschen die Rationalität, so schön sie gut ist. Und diese ganzen Optimierer, Selbstoptimierer oder auch Regaloptimierer, das sind die Weine, die, das sind die Botschafter ihres Landes, sind die Besten ihres Landes. Und die haben hier auch genauso einen Platz wie unsere Technologie eben dort. Und was nützt es uns, wenn wir unsere vollen Container dahin fahren und nichts zurückholen, was ebenbürtig gut ist? Es muss doch alles ein Prinzip der Wertschätzung sein. Und also diese ganze Corona-Scheiße, durch die wir ja nun alle durchgehen, irgendwie jeder für sich sein Päckchen zu tragen hat. Aber was mir aufgefallen ist, also erstmal dieser analoge Overload auch. Ich finde, digital hat auch ganz viele Vorteile. Es entspannt auch bestimmte Sachen. Haben wir auch gelernt, finde ich. Also über unsere Homeoffice-Nummer, dass ich nie gedacht hätte, dass es wirklich so gut funktioniert, weil okay, man muss sich ein bisschen eingrooven, man muss mal telefonieren und man muss häufiger telefonieren, aber eigentlich es muss ein System auch sein, was auf Vertrauen basiert. A. Und B, was wollte ich noch sagen? Diese ein bisschen Entschleunigung. Das hat auch gut getan. Und jetzt fahren wir aber hoch wie die Irren. Und das ist, finde ich, gefährlich. Meine Meinung. Jeder hat eine Meinung zu Corona. Bei Wein haben ja auch alle eine Meinung. Ja, ist ja so. Nein, aber ich will damit sagen, so Entschleunigung ist ja auch nicht schlecht. Also so ein bisschen Zeit finden, vielleicht auch wieder auf ein paar wesentliche Dinge. Und wenn wir so weitermachen wie jetzt vorher, dann fahren wir das Ding wieder an die Wand. Das bringt doch nichts. Also ja. Ist ja wie so. Sebastian. Ja, sehe ich auch so. Bist du so? Bitte? Nee, ich habe es genossen, also die Entschleunigung. Ja. Ja, also wie gesagt, es gibt ja nun bestimmte Berufsgruppen, insbesondere die Gastronomie und denen wünsche ich auch volle Lokale und. Aber eigentlich wünsche ich mir auch wieder, da muss man aussaufen, nee, das geht nicht. Aber eigentlich wünsche ich mir auch, dass die Leute bessere Sachen bestellen in der Gastronomie. Also wer heute noch zum Gastronomen geht und einen Radler bestellt und dann noch sagt, das kostet 2,80 Euro und 2,90 Euro ist das Trinkgeld sozusagen. Es muss auch Wertschätzung sein für das, was die Leute da machen. Und ich glaube, dass das analoge Tun auch wieder mehr Wertschätzung braucht. Also das heißt nicht, klar, irgendwo muss die Kohle herkommen, aber es muss auch wieder mehr ein System werden, in dem nicht alles immer zu jeder Zeit, zu jedem Scheiß verfügbar ist. So, jetzt reicht's aber. Das waren jetzt mal meine 2 Minuten. Kleiner das muss doch wohl mal sein! Kleiner Exkurs. Wie heißt der nochmal von der Heute-Show? Der Vogel. Der immer die Leute anschreit. Geiler Vogel. Ja. Sehr geiler Vogel. Vogel. Am geilsten ist, als er mal sich über die Deutschen und ihre Essgewohnheiten aufgeregt hat. Hassknecht. Georg Hassknecht. Ja, Georg Hassknecht. Hendrik Hassknecht heute. So, Ocean 8. Ja, und sie können auch Pinot. Ja, auch schon lange bei, ich wundere mich gerade, boah, der hat sogar 14% in diesem Jahr, also wird es anscheinend dort auch ein bisschen kuscheliger mittlerweile. Denn wir sind eigentlich südlich von Melbourne, aber nochmal, das haben wir auch schon gelernt bei Wein am Limit, ich predige es auch immer wieder, der statistische Wert sagt ja noch gar nichts aus. Also ich sehe zum Beispiel aus wie 80, wiege aber 100. Nein, umgekehrt. So. Also, aber nein, also es gibt ja wirklich Leute, die verzweifelt, zeig mir mal das Rückenetikett. Also als Sommelier, weiß ich das noch, dann hast du das der hat ja 14%! So nach dem Motto, so jetzt sind wir aber hier auf dem Kreuzzug, ich habe sie entlarvt, sie wollten mir einen dicken, fetten, schweren Wein. Und dann habe ich ihm gesagt, dann nehmen wir halt was anderes. Aber er hat einen geilen Wein nicht gekriegt, nur weil er sich mit seinen 14%. Also gefühlt, statistisch und überhaupt. So.
Alex, ja das. Sammy Odi ist bei Rossatal. Ist nun mal, und der hat auch nur 14. 14,5. Ja, gut. Ja. Also wir haben ja gelernt am Wochenende, ich weiß nicht, ob du mit Steve Mathiasen mitgekriegt hast. Ich war... Ja, Steve hat ganz klar gesagt, in Amerika kann man bis zu 2% kann man... Auf- und abrunden? Ja. Ja. Krass. Ja, super. Warum machen wir den Schwachsinn eigentlich? Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich. Also das finde ich... Er hat sogar gesagt, it's complete bullshit. Ja. Also Bullenscheiße. Bullenscheiße. Ja. Jedes Etikett. Ja. So. Kanntest du auch noch nicht, ne? Ocean 8, nein. Also Ocean 8 gehört der Albert-Familie. Mike war schon auch mal hier häufiger bei uns zu Gast. Unglaublich sympathischer Typ. Die Eltern haben Koyung gegründet, eins der Weingüter auf der Mornington Peninsula. Sohnemann hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht, hat, ich glaube, hat 5 Kinder. Also es hat Großfamilie, lebte auf seinem Weingut. Sehr kleines Weingut, 10, 12 Hektar, nur burgundische Fässer, nur gebrauchte Fässer. Tja, eigentlich sind seine Weine eher kühl, aber wie gesagt, Shoreham, also das ist so 2 Stunden südlich von Melbourne oder 1,5, je nachdem, wie man fährt. Ich habe 3 gebraucht, weil ich mich verfahren hatte. Und das finde ich auch wieder sehr, sehr schön hier. Der hat immer diesen Kräuterton dabei in seinen Weinen. Das riecht so ein bisschen so wie so eine Mischung aus Lavendel, Flieder, so, dann so gequetschte Erdbeere, gekochte Erdbeere. Sagen, ich hatte als erstes so Walderdbeere. Ne? Sehr gut, ja, Streber hier. Ja, 6 Wapplerpunkte. Wie das mit den 14% merkt man überhaupt nicht. Ich bleibe dabei. Also man merkt schon, dass der Wein eine Intensität hat. Wir merken, ich bin auch... Man merkt, man ist auf der Südhalbkugel, aber man merkt auch, es ist ein australischer Wein, es ist kein Burgunder. Trotzdem eben mit einer gewissen Finesse, Frische, vor allem am Gaumen finde ich ihn sehr kühl, mhm. Sehr klar. Und dann wieder vom Geld her auch ein sehr geiler Preis dafür eigentlich. Ich glaube, die Weine sind hier in Deutschland, ich kriege auch einen sehr guten Preis von ihm, den wir auch weitergeben. Ich glaube, die Weine sind hier günstiger als in Australien. Ja, weil er einfach sagt, er möchte gerne ein paar Flaschen hier auch verkaufen und auch dabei sein und möchte, dass die Leute das trinken. Ne? Also so Global Brand mit 50.000 Flaschen. Sehr schön. Ich mag das. Das ist ein bisschen verspielter, das ist ein bisschen weicher. Es ist, wie gesagt, also Jahrgänge können sehr unterschiedlich sein. Das erste Mal, dass ich den so in dieser flaumigen, ja, süßlichen Framboise-Note habe. Aber eigentlich bleibt er seiner Stilistik treu. Ich mag Pinot Noir in dieser etwas sinnlicheren, verführerischen Art, wie heißt sie nochmal, die mit Salma Hayek-Style so ein bisschen. Hm. Ja, so dunkle Haare, bisschen fleischiger, bisschen, ja, machen wir nicht. Wer wird darin mal sagen dürfen? Ja, man wird doch nur mal Salma Hayek gut finden dürfen. Ja, selbstverständlich. Weiß nicht, ob es nicht eure Altersklasse, aber ja, wahrscheinlich zu alt für euch. Ja, ihr seid ja, du bist ja verheiratet und du ja bald auch. Hat sich das eh. So Leute, warum Australien? Weil es geil ist, weil es Spaß macht, weil es anders ist, weil es eine Bereicherung ist, weil es tolle Weine sind, weil es tolle Menschen sind mit tollen Stories, weil die Welt davon lebt, dass wir alle, ja, soll ich sagen, alle ein bisschen mehr in Richtung Qualität gehen sollten. In dem Sinne, mehr Spaß am Glas. Tschüss!